Aus 6 wurde letztens 4, aus 4 wurde heute 2. Safari David und Chrissy verlassen heute wieder Australien und reisen zurück nach Deutschland. Und was machen Janina und Nicole die restlichen Tage? Wer hätt's gedacht? Die letzten Urlaubstage bleiben wir hier. Im Hyatt. Schau, aber pompös. Würde ich auch hoffen. Ich sehe aus wie Lumpi. Schlimmer aus als Lumpi und bin in einem 5-Sterne-Hotel. Und frag mich gerade, wie peinlich ist das überhaupt? Und ich habe es ihr heute Morgen gesagt, als sie sich eine Jogginghose angezogen hat, ob sie sich sicher ist, dass sie die tragen möchte beim Check-in im Hyatt. Und sie sagt, das sei ihr egal. Kurzer Outfit-Check. Hallo, ich bin Lumpi. Scheiße. Okay, Zimmer-Check. Wow, mit Sofa. Wow. Geil. So lässt sich Lumpi. Oh, Lumpi. Lumpen mit einer kleinen Bose-Anlage. Jo, Schatz. Alter. Vom Badezimmer laufen wir in den begehbaren. Nein. Nein. Aber es gibt immer einen Bademantel. Ja, leck mich am Zügerli. Mach mal Licht an hier. Wow. Wow. Wir stehen im Kleiderschrank. Ja, komm mal aus dem Kleiderschrank. Alter, das ist ein schönes Bad. Guck mal, hier ist die Toilette. Versteckt. Ja. Mach wieder Licht an. Ein kleines verstecktes Klo. Nice. Nice, also ich würde sagen, hier bleiben wir. Also am schönsten finde ich das Bett. Euer schöner Bademantel. Badesalz ist hier. Boah, das Bett, da freue ich mich jetzt drauf. Okay, die Aussicht, ja gut. Ein bisschen Aussicht, irgendwie haben. Tennisplatz, ist das der für uns? Darf man den benutzen? Ja, aber der sieht irgendwie aus, als wäre der nicht mehr so liebevoll. Das Haus muss auch mal gewaschen werden. Ah, geil, ja, guck mal, mit Blick auf das Stadion. Ja. Die Fahne finde ich schön. 48 Quadratmeter hat dieses Zimmer. Lass mal die diese halbe Wohnung. Hier sind noch versteckte Türen, das habe ich auch mal gesehen. Versteckte Türen? Ja, hier müsste irgendwo eine sein. Hier ist der Kühlschrank. Warum ist eine versteckte Tür? Nee, warte, ich meine. Oh, lass die Prosecco direkt köpfen. Ja. Chakaboom! Junge! Oh, warte, nice! Mal gucken, wie Chakaboom das ist. Also, was haben wir denn? Rotwein $30, Champagner $70. Für 3,75. Eieiei, okay, lass mal den. Ich würde sagen, wir lassen den Champagner doch mal dazu. Ah, nice. Also hier sind wir jetzt auf jeden Fall 2 Nächte. Ja, und wir haben heute den Early Check-In. Wir haben ja erst 12 Uhr hier in Australien. Und wir haben den Late Check-Out um 16 Uhr. Nice. Das heißt, es ist eigentlich gefühlt wie 3 Tage. Geil. Ob wir Melbourne sehen werden. Ei, da ohne. Wir bleiben nur noch hier in diesem Bett. Einfach am Fernseher. Aber ich glaube, du musst dann hier alles verdunkeln, damit du es gescheit siehst. Ah, ich weiß nicht. Also nach diesem krassen Check-in im Hyatt essen wir jetzt noch. Es ist jetzt unsere Tagesplan wie folgt. Wir fahren jetzt auf einen Foodmarkt, den. Wie hieß der? Queen Victoria Market. Und dann fahren wir jetzt hin, essen eine Kleinigkeit und schlendern ein bisschen rum. Und dann gehen wir wieder ins Hotel, in die Sauna, baden und dann gehen wir uns ins Bett. Wir können auch ins Gym da gehen, da ist ein richtig geiles Gym noch. Vielleicht machen wir das einfach morgen früh, weil wir sind heute echt wirklich fertig. Das Problem ist, wir haben letzte Nacht einfach so gut wie gar nicht geschlafen, weil wir in so einer widerlichen Raucherbude waren. Ja, das habe ich euch und das Hotel war einfach ausgebucht. Das heißt, es gab auch gar keine andere Möglichkeit. Und wir haben einfach so gut wie kein Auge zugemacht, weil wir dann das Fenster aufgemacht haben. Dann war es laut, dann war es hell. Es war einfach nur schrecklich. Weil es so ein altes Raucherzimmer war und es war nicht so toll. Genau das Gegenteil von dem, was uns jetzt erwartet. Auf jeden Fall sind wir deswegen ganz schön geredet. Nur deswegen waren wir stark und haben durchgehalten. Ja, jetzt machen wir uns auf den Foodmarkt, schlagen uns ein bisschen Bauch voll, ein bisschen was Kulinarisches und dann gehen wir schön wieder ins Hyatt und genießen den Tag. Hast du eigentlich erzählt, dass es hier in diesem Hyatt eine Besonderheit gibt? Ah ja, erzähl. Hast du die Karte? Nee, hab ich nicht.
hier in diesem Hyatt lebt ein Hund. Ach, das meinst du? Sir Walter heißt der. Ich habe gedacht, du meinst dieses 23 Meter Schwimmbad. Nee, ist das 25 Meter? Nee, Sir Walter ist so ein heller Labrador. Mhm. Der lebt hier einfach. Also er lebt einfach unten in der Lobby, hat da so eine Couch. Und er ist so ganz lieb und zutraulich. Jetzt geht's in dein Schlaraffenland. Oh, lecker. Vom Lebensmittel zum Pelzmantel. Hier bleiben keine Wünsche offen. Brauchst du wieder einen neuen Hut oder was? Wo ist eigentlich dein Hut? Bist du nicht mehr gut behütet? Ich bin nicht mehr Sunshine-Feeling. Oh. Was haben wir da entdeckt? Ein Tasty Test. Nom 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 nom. Bitte sag, dass es lecker schmeckt. Ich habe nämlich richtig Lust drauf. Du isst ja dein Haar mit. Vielleicht ist es das Haar, was so gut ist. Aber es ist wirklich lecker. Tasty Test. Also war es nicht das Haar? Nein. Das ist unsere Ausbeute für die Badewanne nachher. Da lässt aber jemand krachen. Und dann ging unsere Sightseeing-Tour weiter durch die City. Wie ich mich fühle, wie in irgendeinem amerikanischen Film. Ganz andere Welt hier, ganz andere Welt. Fun Fact: Zu jeder Mahlzeit gibt es unaufgefordert gratis Leitungswasser dazu. Guten Appetit. Ich weiß nicht, wie es essen soll. Also, es war ungewöhnlich, aber super lecker. Ich meine, du kannst es ja auch überall in Deutschland essen, aber wir haben es einfach nur in Deutschland gegessen. Wir saßen da so voreinander und haben gesagt, wir sind hier am anderen Ende der Welt. Ja. Im Linksverkehr. Ja. Und essen eine Suppe mit Stäbchen. Unsere Welt steht Kopf. Das ist crazy. Das ist so crazy. Dass wir das erleben dürfen und dass wir das gerade erleben, das ist alles so surreal. Es fühlt sich immer noch an wie so ein Traum. Wirklich. Australien ist auf jeden Fall sowas von eine Reise wert. Also es ist einfach nur. Zwei, nur drei, geil. Vier Reisen wert. Absolut. Stellst du erst die Käseplatte? Ja. Service. I would like to have a selection of four cheeses. Oh la la la. Komm, her mit meiner Käseplatte. A selection of cheese. A selection of cheese. Pack's auf mein Toast. Die Decke. Was? Die Decke. Dann sag ich mal, guten Appetit da. Das war auch schon Vlog Part 18. Ich sag gute Nacht vom ganz anderen Ende der Welt. Wir zwei genießen jetzt noch unseren Abend und wünschen euch einen wundertollen Start in den Tag oder auch eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade habt. Lasst es euch gut gehen und ich sag mal so, bis morgen!